herzlich willkommen euch. Ich möchte euch begrüßen zu unserer Vortragsreihe Die letzte Hochzeit dieser Weltgeschichte. Und wir haben mit dem Olaf Schröer zusammen uns überlegt, wie wir diese Vortragsreihe auch zusammen aufteilen können. Und wir haben daraus drei Themen gemacht. Und das erste Thema, das ich heute halten werde, ist die größte Hochzeit aller Zeiten. Und dann ab dem nächsten Vortrag in einer Woche wird dann der Olaf Schröer übernehmen. Da wird das zweite Thema sein, der Bräutigam kommt. Und das dritte Thema wird dann sein, die Hochzeit des Lammes. Kommen wir also zum ersten Thema, die größte Hochzeit aller Zeiten. Ja, eine Hochzeit ist ein wunderschönes Ereignis. Am diesjährigen Osterwochenende waren wir, also Vanessa, meine Frau und ich, innerhalb von 2 Tagen auf 2 Hochzeiten. Die erste Hochzeit war im Allgäu, ja, es war im Rahmen von der Adventgemeinde eine Hochzeit. 2 sehr gute Freunde von Vanessa und mir haben sich ja bei wunderschönem Wetter im Freien auch das Jawort gegeben. Einen Tag später waren dann Vanessa und ich auf einer anderen Hochzeit, allerdings in Stuttgart, also mussten wir dann erstmal eine lange Distanz auch überbrücken. Und dort hat ein Freund von meiner Kindheit dann auch geheiratet. Und das war aber eine türkische Hochzeit. 2 Hochzeiten, 2 Tage. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unterschiedlich diese 2 Hochzeiten eigentlich waren. Bei der einen Hochzeit waren etwa 100 Gäste vertreten bei der ersten und bei der türkischen Hochzeit waren so circa 500 Gäste. Ja, und dazu muss man sagen, das war noch eher eine kleine und ja, eine kleinere, überschaubare türkische Hochzeit. Vanessa und ich waren schon mal auf einer und da waren bei weitem mehr als 1000. Und es gibt bestimmt auch Hochzeiten mit 2000 mehr Gästen. Also das ist ganz normal, auch in der türkischen Kultur. Ja, die deutsche Hochzeit, die war eher so gemäßigt. Und die türkische Hochzeit war eher ein bisschen lauter, mit viel traditionellem türkischen Tanz. Ja, die deutsche Hochzeit, die war eher so durch eine mitteleuropäische Kultur geprägt. Und die türkische Hochzeit wiederum war ja, durch eine orientalische Kultur geprägt. Ja, 2 Hochzeiten, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Doch auch so unterschiedlich auch diese beiden Hochzeiten eigentlich waren, waren doch wesentliche Dinge doch ganz genau gleich. Es gab eine Braut und es gab einen Bräutigam und ganz viele Gäste, die sich zusammen mit dem Hochzeitspaar gefreut haben. Ja, es ist jetzt so ganz circa 2 Jahre und 2 Monate und 7 Tage her, da haben Vanessa und ich hier in dieser Gemeinde auch geheiratet. Und ich weiß, die allermeisten von euch waren auch dabei und ich kann mich an diesen Tag natürlich noch sehr gut erinnern. Ich stand ungefähr wirklich an diesem Punkt, ja, und ich war ganz nervös, ganz viele Augen, ungefähr wie jetzt, waren auf mich gerichtet. Und zu der Zeit wirklich vor der Hochzeitszeremonie haben meine Beine so richtig geschlottert. Die wichtigsten Menschen von uns waren gekommen. Ja? Alles war für diesen festlichen, schönen Tag vorbereitet. Der Saal war wunderschön geschmückt. Ein wunderbarer Tag. Ich konnte kaum erwarten, meine Braut zu sehen, wie sie mir entgegenläuft. Und schließlich setzte die Musik ein. Die Tore öffneten sich. Und nach einer gewissen Zeit kam sie, meine wunderschöne Braut. Sie hatte ein wunderschönes weißes Kleid an und schließlich schritt sie mir entgegen und ihr Vater übergab sie mir. Und die Hochzeit konnte endlich beginnen. Der Tag der Hochzeit, eigentlich einer der wunderschönsten Tage in einem Leben, wie ich finde. Und wenn du verheiratet bist, kannst du dich noch an deine Hochzeit vielleicht erinnern, vielleicht auch, wenn es schon länger her ist? Halte vielleicht kurz inne. Wer war alles da? Wie hast du dich denn gefühlt? Und wie war eigentlich der ganze Ablauf des Tages? Wie sehr hast du dich auf deinen Partner gefreut, der dir entgegenschreiten würde? Ja, wir kommen jetzt einfach zum Thema, was wir heute schon ansprechen wollten, und zwar zu der größten Hochzeit aller Zeiten. Und ich habe auch diesen Vortrag in 3 Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt wird sein, Jesu Gleichnis zum Hochzeitsmahl, das wir uns gleich durchlesen werden. Dann ist der zweite Punkt, den wir uns anschauen, die Einladung. Und der dritte Punkt ist die Untersuchung. Kommen wir also zum ersten Punkt, Jesu Gleichnis zum Hochzeitsmahl.
Ja, Jesu waren auch die Hochzeiten sehr wichtig. Zum Beispiel ist er zum allerersten Mal so richtig aufgetreten bei der Hochzeit zu Kana, die euch ganz bestimmt bekannt ist. Dort vollbrachte er auch dann gleich Wunder. Und wir merken auch in der Bibel, dass Jesus oft über Hochzeiten, also in Gleichnissen über Hochzeiten spricht. Er gebraucht dieses besondere und wichtige Lebensereignis, um uns Zuhörern und auch den Zuhörern damals tiefe geistliche Botschaften näher zu bringen. Lesen wir also den Text. Und ich habe ihn auch hier dran geschmissen, dass ihr ihn auch mitlesen könnt. Und wir finden den Text in Matthäus 22, 1 bis 10. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Ja, bis hierhin mal. Wir wollen den nächsten Teil des Gleichnisses gleich weiterlesen. Aber lasst uns erstmal den Kontext dieses Gleichnisses uns anschauen. Also was steht auch vor und nach diesem Gleichnis? Wenn wir uns diesen Text anschauen und gerade die Kapitel so ein bisschen durchblättern, dann ist Jesus kurz zuvor in Jerusalem eingezogen. Er erzählt uns zu dieser Zeit auch viele verschiedene Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis von dem bösen Weingärtnern. Wir wissen auch, dass wir uns jetzt kurz vor Jesu Tod auch befinden. Kurz darauf würden die Juden Jesus als Messias letztendlich verwerfen. Etwas später nach diesem Gleichnis erzählt uns Jesus auch das Endzeitgleichnis, was auch ganz zentral dann wird. Was erzählt uns denn Jesus jetzt hier eigentlich in diesem Gleichnis? Ein König hat einen Sohn, wir würden sagen vielleicht Königssohn oder Prinz. Für diesen richtete er eine Hochzeit aus. Nun sendet der König verschiedene Boten, die diese Gäste ihm einladen sollten. Doch was passiert? Freuen sie sich? Können sie es kaum erwarten, zu diesem Freudensereignis zu kommen? Nein, offenbar wollten sie nicht kommen. Und als er andere Knechte losschickt, um sie zu holen, sind sie dann auf einmal sogar gleichgültig. Und die anderen, die werden sogar zornig und bringen diese Knechte, die diese Einladung aussprechen, um. Was war jetzt die Reaktion des Königs? Er schickte seine Heere aus, um die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Er gab den Auftrag, egal, wenn sie finden würden, dann später danach nochmal zur Hochzeit einzuladen. Also er hat danach nochmal neue Knechte ausgesandt und wollte nochmal Menschen finden, die zu diesem Hochzeitsmahl kommen sollten. Denn die ursprünglichen, die eingeladen waren, die schienen nicht würdig zu sein für dieses Ereignis. Ja, ich finde, dieser Text wirft einige Fragen auf. Und deswegen wollen wir mal den Text jetzt Vers für Vers anschauen und schauen, was der Text in uns jetzt persönlich zu sagen hat. Deswegen kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt, zu der Einladung. Genau. Also schauen wir uns den ersten Vers an. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Zunächst einmal die Frage, warum spricht denn Jesus hier eigentlich in Gleichnissen? Hätte er nicht gleich direkt sagen können, was er gemeint hat? Jesus hat oftmals Bilder oder Gleichnisse verwendet, um den Zuhörern tiefere geistliche Botschaften näher zu bringen. Er wollte oftmals den Menschen helfen, dass sie eben durch diese Bilder aus Natur oder vielleicht aus der Ernte, dass sie sich diese Botschaften besser einbringen sollten oder konnten. Ja, dass sie auch vielleicht nicht direkt diese Botschaft verstehen, aber dass sie erstmal durch Nachdenken auch über diese Botschaft nachdenken und dass dann der Heilige Geist dann später den Raum hat, an ihren Herzen zu arbeiten und sie dann auch näher zu Gott zu ziehen.
Oft geschieht es uns ja, wenn wir normalerweise eine Geschichte lesen, dann kann es passieren, dass wir diese Geschichte direkt dann auch vergessen. Und so ist es aber bei den Gleichnissen nicht, weil wir sie vielleicht nicht im ersten Augenblick gleich direkt verstehen, brauchen wir immer erst ein bisschen Zeit, ja, dass wir diese Geschichte besser verstehen können. Schauen wir uns mal den zweiten Vers an. Beziehungsweise, ich habe noch einen Punkt vergessen, genau. Warum hat denn Jesus dann aber überhaupt auch oftmals diese indirekte Rede gebraucht? Ja, wir wissen, dass Jesus oftmals eben auch die Pharisäer oder ihre Praktiken harsch verurteilt hat. Und hätte er diese Praktiken direkt angesprochen, dann wissen wir, dann wäre Jesus vielleicht sehr schnell oder noch viel öfter fast gesteinigt worden oder es wäre vielleicht dazu gekommen. Und dann hätte Jesus eben nicht mehr diesen Plan vollführen können, dass er eben ans Kreuz geht und die Sündenschuld auf sich nimmt. Genau, dann wollen wir uns mal den zweiten Vers angucken. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Ja, Jesus erzählt uns hier das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Aber worum ging es denn jetzt eigentlich bei der Hochzeit? Wer ist der König und wer ist dieser königliche Bräutigam eigentlich? Hat es überhaupt eine Bedeutung für dich und für mich? Nun, wir könnten uns jetzt vielleicht diese Deutung selber ausdenken und in der Theologie spricht man da von Eisegese, also ich interpretiere selber hinein in den Text, was ich mir darüber so denke. Aber ich denke, die bessere Methode ist, dass wir uns Gottes Wort nehmen und schauen, was sagen denn vielleicht andere Bibeltexte, dass wir aus dem Kontext heraus eine Geschichte noch besser verstehen können. Und deswegen wollen wir uns einen Text in Offenbarung 19 jetzt anschauen. Und zwar, da lese ich die Verse 7 bis 9, Offenbarung 19, 7 bis 9. Und da beschrieben ist dieser Text mit der Jubel im Himmel, die Hochzeit des Lammes. Und dort steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und es sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und es sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ja, auch dieser Text, wie wir sehen, handelt wieder von einer wunderschönen Hochzeit. Und wenn wir diese beiden Texte jetzt vergleichen, dann können wir eigentlich ganz eindeutig deuten, wer diese Personen im Gleichnis von Matthäus 22 sind. Das Lamm und der Bräutigam, Christus, sind ein und dieselbe Person. Dementsprechend ist der König aus dem Gleichnis der himmlische Vater und Gott der Vater. Der König, also Gott der Vater, möchte zum Hochzeitsfest einladen. Also er möchte ein großes Fest veranstalten und lädt alle Menschen dazu ein. Die Hochzeit beschreibt aber in diesem Gleichnis die Vereinigung der Menschen mit Gott. Also gerade die Jesu Wiederkunft und danach dieses freudige Fest. Sein Sohn, Jesus Christus, wird wiederkommen. Was macht der Gott? Also was macht Gott der Vater also, der König? Lesen wir weiter in Vers 3. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Er schickt jetzt seine Boten aus, um eben diese Gäste einzuladen, um sie zu rufen, dass sie zur Hochzeit kommen sollten. Doch was war jetzt ihre Reaktion? Der Text sagt es uns ganz kurz und knapp. Sie wollten nicht kommen. Kann man das jetzt eigentlich verstehen? Ich meine, stell dir vor, jemand aus deiner Familie oder ein sehr guter Freund lädt dich zu deiner Hochzeit ein und du sagst ihm, nee, ich habe keine Lust, ich komme nicht. Das ist unvorstellbar eigentlich, oder? Aber das Gleichnis hier treibt es noch viel mehr auf die Spitze. Hier lädt nicht irgendein gewöhnlicher Mensch ein, nein, der König selbst veranstaltet dieses Hochzeitsmahl und lädt zu dieser Hochzeit selbst ein. Stell dir vor, du wärst zur Hochzeit, sagen wir, des britischen Königshauses eingeladen. Ja, zum Beispiel damals von William und Kate. Würdest du dich einfach trauen zu sagen, nein, danke, ich will nicht. Der König hat doch eigentlich eine sehr große Autorität, wie ich finde. Er kann eigentlich sogar Befehle erteilen. Und jetzt wissen wir bereits, dass es hier um den allmächtigen Gott, den Gottvater geht. Diese Einladung kommt also der höchsten Ehre zugleich. Doch offenbar wissen diese Menschen nicht, diese Ehre zu schätzen. Nein, sie verachten sogar die Autorität des Königs, indem sie diese Einladung ausschlagen.
Dazu fällt ein Text in Jesaja 55, 6, Vers 7. Und da steht: Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Was sagt der Text? Gott möchte, dass wir ihn suchen. Bei ihm ist viel Vergebung. Und auch wenn sie, also die geladenen Gäste aus dem Gleichnis, die Einladung zuerst ausgeschlagen haben, ist der König immer noch geduldig und barmherzig. Er ist bereit, diesen Gästen sogar zu vergeben, obwohl sie seine Autorität missachtet haben, obwohl sie ihn verachtet haben. Was macht der König also? Lesen wir Vers 4. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Er sendet also erneut weitere Knechte aus, die die Gäste einladen sollten. Und wie versucht er, die geladenen Gäste jetzt dazu zu bewegen, dass sie zu der Hochzeit auch kommen sollten? Er malt ihnen aus, dass das Gastmahl bereits vorbereitet ist. Werden jetzt die Ochsen und das Mastvieh erst geschlachtet werden? Nein, sie sind bereits geschlachtet. Und welche Bedeutung hat das jetzt aber für uns? Naja, nur wir müssen uns überlegen, dass ja Jesus uns dieses Gleichnis hier erzählt. Und was fällt euch ein, wenn ihr darüber nachdenkt, also gerade über den Begriff des Mahls auch in der Bibel, gerade auch zentral in den Evangelien? Na, dann fällt uns gleich das Abendmahl ein. Und worum ging es bei den Israeliten typologisch, wenn sie ihre Tiere schlachten und opfern sollten? Was sagte Johannes, als er Jesus zum ersten Mal bei der Taufe sah? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das Abendmahl soll uns ins Gedächtnis rufen, Jesus hat seinen Leib hingegeben, Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir reingewaschen werden können durch sein Blut, damit wir seine Erlösung haben. Dazu auch der Bibeltext, der zentral in der Bibel ist, Johannes 3, Vers 16, dort steht: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ruft aus: Seht, alles ist vorbereitet. Das Sühnegeld für eure Erlösung ist bereits bezahlt. So sehr habe ich euch geliebt, dass ich meinen eingeborenen Sohn gesandt habe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weiter ruft er aus: Siehe, ich komme bald, mein Freund, mein Kind, sei doch bei dieser Hochzeit auch dabei. Aber was ist jetzt die Reaktion der Geladenen? Das lesen wir in den Versen 5 und 6. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber griffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Ja, mit dem Hintergrund, den wir jetzt gerade studiert haben, ist das eigentlich schier unvorstellbar für uns. Das ist eigentlich geradezu grotesk, tragisch oder komplett unlogisch auch. Der Schöpfer des Universums lädt zu diesem riesigen Friedensereignis ein. Er will sie retten, denn er liebt sie. Und was machen sie? Hier gibt es zwei Gruppen. Die einen sind gleichgültig, denn sie gehen weiter ihren Tätigkeiten nach. Und die anderen werden sogar zornig und bringen die Knechte, die die Gäste einladen sollten, um. Wer sind denn aber eigentlich die Knechte? Die Knechte sind die Propheten, die immer wieder die Botschaften an das Volk überbracht haben. Jesus beschreibt uns hier das Volk Israel, wie sie mit den Boten Gottes immer wieder auch umgegangen sind. Viele Begebenheiten im Alten Testament zeigen uns auf, wie die führenden Juden die Botschaften von Gott immer wieder verachtet haben und sogar die Propheten umgebracht haben für diese Botschaften. Entweder das Volk war gleichgültig oder sie wurden sogar zornig und die Botschafter Gottes mussten dann daran glauben. Und so ist es auch im Gleichnis des Hochzeitsmahls. Und in der Parallelgeschichte, die wir in Lukas finden, finden wir noch ein paar weitere interessante Details. Und deswegen, lasst uns diesen Text auch mal lesen. Den finden wir in Lukas 14, 17 bis 20. Und dort steht: Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Mahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit.
Ja, ganz wie in einem anderen Gleichnis auch. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, wieder eine Hochzeit übrigens. Darum kann ich nicht kommen. Also was finden wir heraus, wenn wir diese beiden Gleichnisse zusammennehmen? Dann gibt es nicht 2 Gruppen, nein, es gibt ja sogar 3 Gruppen. Ja, in dem ersten Gleichnis haben wir gesehen, die einen waren gleichgültig und die zweiten, die waren sogar zornig. Und denn sie haben ja die Botschafter Gottes sogar für die Botschaft umgebracht. Aber in der dritten Gruppe finden wir heraus, wie sich die Geladenen ausreden. Und hier könnten wir wiederum 3 Untergruppen bilden. Ja, der eine hatte einen Acker und wollte sich diesen Acker ansehen. Das sind die, die sich wegen ihres Besitzes ausreden. Dann haben wir den zweiten, der seine Ochsen erproben wollte. Ja? Und das sind für mich die, die sich wegen der Arbeit ausreden. Und dann haben wir noch den dritten geladenen Gast, der hat gerade eben erst geheiratet und sagt, er möchte nicht kommen, denn er möchte einfach Zeit mit seiner Frau verbringen. Aber wenn ich mir das jetzt mal nochmal, oder wenn wir jetzt darüber nochmal ein bisschen nachdenken, dann ist es ein bisschen trotzdem unlogisch, denn man erwirbt doch eigentlich kein Grundstück, bevor man es vorher ganz genau testet und erprobt, ob es gut ist. Ja? Denn wenn man es bereits gekauft hat, dann hat man ja ganz viel Zeit, danach nochmal sich vielleicht mit dem Grundstück zu beschäftigen. Und genau das Gleiche ist eigentlich mit dem Ochsen. Er hatte eigentlich diesen Ochsen und diese 5 Joch-Ochsen eigentlich bereits gekauft gehabt. Also er hat das ja eigentlich davor schon testen müssen, ob sie gut oder nicht gut sind. Deswegen ist auch diese Ausrede irgendwie nicht ganz ehrlich. Und genauso verhält es sich eigentlich auch mit dem dritten geladenen Gast. Ja? Er hat sich ja er hat eine Ausrede gefunden, so, dass er nicht kommen konnte, weil er eben gerade frisch vermählt war. Aber wir wissen aus der Bibel auch, dass die Israeliten, wenn sie frisch vermählt waren, waren sie ein Jahr lang vom Kriegsdienst befreit. Ja? Sie mussten nicht mit in den Krieg ziehen und sie mussten auch keine Dienstaufträge aufnehmen. Also auch dieser hätte wenigstens einen Tag erübrigen können, um bei diesem Gast mal dabei zu sein. Also wir merken, dass diese Gründe eigentlich keine aufrichtigen oder guten Gründe sind, um diese Einladung auszuschlagen. Jetzt stellt sich die Frage aber, wie ist das denn eigentlich bei uns? Wenn uns der Schöpfer dieses Universums einlädt, zu seiner Wiederkunft dabei zu sein, würden wir das einfach so ausschlagen? Ist das vielleicht dein Wohlstand oder deine Arbeit? Oder sind irgendwelche persönlichen Beziehungen, die dich davon abhalten, mit dem ganzen Herzen dabei sein zu wollen? Naja, vielleicht sagst du jetzt, nein, niemals. Ich glaube doch an Gott und ich glaube daran, dass er wiederkommen wird. Ich freue mich darauf und ich denke, das ist auch gut. Aber die nächste Frage ist, wie sieht es denn in unserem Alltag manchmal aus? Jeden Tag lädt uns Gott dazu ein, dass wir ganz persönlich mit ihm Zeit verbringen, in seinem Wort, im Gebet. Stell dir mal vor, der allmächtige Schöpfer lädt dich ein, diese ganz persönliche Zeit mit ihm zu verbringen. Und was sagen wir dann oftmals? Naja, ich muss dieses und jenes tun. Ich habe meine Arbeit, ich schaff's nicht so früh aufzustehen. Ich brauche doch auch mal Zeit für meine Hobbys oder ich habe doch meine Freunde, ich habe doch meine Familie. Ich muss Zeit verbringen mit ihnen. Aber die Frage ist, ist das unbedingt alles schlecht? Will uns Gott das jetzt vielleicht alles wegnehmen? Sollen wir alles komplett beiseite lassen und gar keine Zeit mehr mit anderen Dingen sozusagen verschwenden, sondern nur noch mit Gott? Ich denke, nein. Gott hat uns ja eigentlich die Schöpfung und die Familie anvertraut. Er möchte ja, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Er möchte, dass wir auch in unserer Arbeit fleißig sind. Er will, dass wir uns natürlich auch Gutes tun. Aber die Frage, die sich stellt, ist, lieben wir Gott von ganzem Herzen? Ist Gott unsere allererste Priorität? Oder sind andere Dinge, die zwischen ihm und uns stehen? Sind wir manchmal zu beschäftigt für Gott? Wie ist es mit unserer Freizeit? Tun wir manchmal die Dinge, Hobbys oder sonstige Dinge, lieber als Zeit mit Gott zu verbringen?
Tun wir uns vielleicht abends mal ein bisschen leichter, den Fernseher anzumachen, anstatt vielleicht eine Familienandacht zu haben oder eine gemeinsame Gebetszeit allein oder auch mit jemand anderem zu haben? Und ich sage auch, nicht alles ist per se schlecht, ja, aber trotzdem stellen wir uns jeden Tag, vielleicht sogar jede Stunde, vielleicht jede Minute sogar die Frage, ob Gott an unserer allerersten Stelle steht. Vielleicht wird jetzt jemand sagen, diese Worte, die du sprichst, das sind harte Worte. Aber ich denke, wenn wir Gott in allem uns bewusster machen, dann werden wir noch viel größeren Segen in allem haben. Wenn wir ihn in allen Dingen auf unseren Thron setzen, egal ob es unser Eigentum ist, ob es unsere Familie ist, ob es unsere Freizeit ist, unsere Arbeit, dann werden sich vielleicht unsere Sicht auf die Dinge ein bisschen verändern oder vielleicht sogar komplett ändern. Und das sage ich gerade bezogen auf die Zeit, die wir am Tag verbringen. Lasst uns deswegen kurz mal innehalten und darüber nachdenken, gehören wir vielleicht zu einer dieser Gruppen, die sich ausgeredet haben? Na, vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, was hält uns eigentlich von einer noch tieferen Beziehung mit Jesus Christus ab? Dazu möchte ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, wie die Afrikaner ihre Affen fangen. Das ist eine sehr kuriose Geschichte, wie ich finde, als ich sie selber gehört habe. Und zwar, man nimmt eine Kokosnuss und man macht ein ganz kleines Loch hinein. Und dieses Loch muss gerade so groß sein, dass der Affe mit seiner Hand so gerade kurz noch hineinkommt. Ja, dass er sie noch gerade so hineinbekommt. Und dann, als nächstes, wird die Kokosnuss wahrscheinlich auf dem Boden um die befestigt, dass er sie natürlich nicht mitnehmen kann. Und daraufhin nimmt man irgendeinen kleinen Gegenstand, irgendetwas, eine Murmel oder eine kleine Erdnuss oder etwas, und tut diesen Gegenstand rein, damit dieser Affe gereizt ist, natürlich auch in diese Kokosnuss hineinzugreifen. Genau. Was wird jetzt passieren? Der Affe, der kommt jetzt zu der Kokosnuss und er wird seine Hand gerade so in diese Kokosnuss reinbekommen und greift diesen Gegenstand, er greift diese Nuss und hält sie fest. Er packt diesen reizvollen Gegenstand. Doch während er diesen Gegenstand festhält, kann er seine Hand gar nicht mehr herausziehen. Er steckt fest. Was wird er jetzt machen? Naja, sogar, und es ist wirklich wahr, er wird dann Stunden versuchen, auf diese Kokosnuss zu schlagen und zu rütteln und alles zu versuchen, um diesen Gegenstand aus dieser Kokosnuss herauszubekommen. Aber interessant ist, was jetzt passiert. Und zwar, jetzt kommt der Affenfänger und er wird sich jetzt den Affen schnappen wollen. Was wäre jetzt logisch? Eigentlich sollte der Affe doch jetzt eigentlich diese Nuss oder diese Murmel einfach loslassen, damit er fliehen kann, oder? Aber stattdessen, dass er diesen reizvollen Gegenstand loslässt, springt er wie wild und tobt und macht und hält diesen Gegenstand weiterhin fest. Er kann den Gegenstand gar nicht loslassen, denn der Affe ist gefangen. Von seinen mentalen Bedürfnissen her, also vom Kopf her. Ja, wir Erwachsenen, wir werden jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln über diese Geschichte. Ja, wie dumm kann doch dieser Affe eigentlich sein? Aber die Frage ist, ist es bei uns nicht manchmal vielleicht so das Gleiche? Halten wir manchmal vielleicht auch Dinge fest und sind dadurch gefangen? Das können verschiedene Dinge sein, eben die ich gerade aufgezählt habe, wie zum Beispiel der Besitz oder andere Dinge oder die Hobbys. Aber ich denke, primär ist damit auch die Sünde gemeint. Sünde hält uns gefangen. Wenn wir krampfhaft an Dingen festhalten, die uns von Gott trennen, oder wenn wir erst Gott auf einem nachgelagerten Rang haben, dann sind wir nicht frei. Wir sind Gefangene unserer Begierden und unserer Sünde. Was geschieht weiter im Gleichnis? Lass uns Vers 7 lesen. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte die Mörder um und zündete ihre Stadt an. Ja, wir sehen jetzt hier, wie Gottes Zorn entbrennt. Er vollstreckt das Urteil an den Mördern. Die Frage ist jetzt aber, war Gottes Reaktion nicht vielleicht ein bisschen hart? Naja, seine Knechte, die Boten, wurden ja getötet. Die Mörder, also die geladenen Gäste, die hatten ja eigentlich Blutschuld auf sich geladen. Aber was ist denn jetzt eigentlich Gottes Zorn? Das stellen sich eigentlich meistens die Menschen diese Frage. Wie kann Gott ein Gott der Liebe sein, wenn er als zorniger Gott beschrieben wird, der Gericht hält? Lesen wir dazu einen Text. Und zwar in 2. Mose 34, 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr, der Herr, der starke Gott,
der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausend Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld des Vater, der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ja, ich denke, wir verwechseln Gottes Zorn oftmals mit menschlichen Emotionen und Gefühlen. Ja, Emotionen, die eigentlich ungezügelte Natur sind. Doch was sagt dieser Text uns jetzt eigentlich? Gott ist langsam zum Zorn. Er ist vielmehr gnädig. Er ist barmherzig. Und sein Charakter wird durch Treue gekennzeichnet. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was auch da wieder im Kontext steht, gerade im 2. Mose 34, den Kapiteln davor und danach, dann lesen wir gerade im Kapitel 32, wie gerade eben das Volk erst sich eine Kuh aus Gold gegossen hatte. Und sie fingen dann auf einmal an, sogar diese Kuh als ihren Gott anzubeten. Und gerade erst waren sie eigentlich aus Ägypten durch Gott herausgeführt worden. Warum? Mose war schon viele Wochen auf dem Berg Sinai gewesen und sie dachten, Mose ist in der Gegenwart Gottes vielleicht gestorben. Und schon gerieten sie auf Irrwege. Doch im Kapitel 33 könnt ihr nachlesen, wie das Volk sein Handeln wieder bereut hat. Sie kehrten um, sie bekannten ihre Schuld. Doch was ist mit den Menschen, die nicht zu Gott umkehren möchten? Und dann kommt eben Gottes Zorn ins Spiel. Und das bedeutet eigentlich im Grunde nur zwei Dinge. Der Mensch entfernt sich von Gott und Gott hält Gericht. Und dazu vielleicht noch eine andere Geschichte, wenn wir jetzt gerade noch beim Volk Israel bleiben. Und zwar, wir haben jetzt die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste mit den Seraphschlangen. Und dort können wir darüber lesen, wie sich das Volk immer wieder beschwert hatte. Sie hatten geklagt und gemurrt, sie waren schon eine lange Zeit in der Wüste gewesen und sie wünschten sich so gerne wieder nach Ägypten zurückzugehen. Ja, sie hatten dort in Ägypten Fleisch gehabt. Und sie mussten natürlich auch nicht in Ägypten in Zelten wohnen und nur durch die Wüste die ganze Zeit wandern. Sie waren des Mannas, was sie von Gott immer bekommen hatten, überdrüssig geworden. Und so kamen dann letztendlich die Seraphschlangen in das Lager der Israeliten und bissen sie. Und wer nicht auf die bronzene Schlange schauen sollte, und diese bronzene Schlange sollte Mose machen auf das Gebot von Gott hin, und diese bronzene Schlange ist wiederum ein Sinnbild für Christus, der diese Schuld auf sich nimmt, also wer nicht auf diese bronzene Schlange geschaut hatte, der musste sterben. Schickte Gott aber die Seraphschlangen als Strafe? Ich denke nicht. Eigentlich war die Gegend vielmehr bekannt dafür, dass dort sehr viele Seraphschlangen waren. Und Gottes Gegenwart war eigentlich die ganze Zeit wie ein Schutz für das Volk Israel gewesen. Am Tag war die Wolkensäule eine Wolke. Also das Volk Israel musste nicht unter der Hitze in der Wüste leiden. Und in der Nacht war die Wolkensäule eine Feuersäule, sodass die Israeliten dadurch gewärmt waren. Und ich denke, das Gleiche war auch mit schlechten oder gefährlichen Einflüssen. Solange Gottes Gegenwart da war, war das Volk Israel vor diesen Einflüssen geschützt. Doch was war jetzt passiert? Sie hatten gemurrt, sie hatten geklagt, sie hatten sich von Gott entfernt. Was passiert also? Gottes Gegenwart zieht sich weg und dementsprechend ist dann auch der Schutz weg gewesen. Die Seraphschlangen konnten kommen und konnten diese tödlichen Bisse am Volk vollziehen. Sie hatten also freien Zutritt zu dem Volk. Man könnte also sagen, die, die nicht umkehrten und auf Jesus schauten, die wurden gerichtet. Die, die auf Jesus schauten als ihren Erlöser, da hat Jesus diese Schuld auf sich genommen und sie konnten weiter leben. Gott ist zwar der Richter, aber zugleich schenkt er uns auch die Erlösung. Und diese Erlösung ist allerdings aber freiwillig. Er wird sie niemanden aufzwingen. Aber jeder von uns braucht diesen sinnbildlichen Blick auf Jesus. Aber lasst uns zurückgehen zum Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und dort verhält es sich im Grunde genauso. Gott hatte Jahrhunderte um das jüdische Volk geworben. Doch nur wenige nahmen ihn an. Das Volk und die obersten Juden verwarfen den Messias, der im Alten Testament angekündigt war. Sie haben Jesus und auch das Evangelium abgelehnt. Und vor dem, was in Vers 7 beschrieben ist, warnte Jesus noch in einer anderen Rede. Und zwar, die Erfüllung hat sich dann im 70 nach Christus gezeigt, wo dann letztendlich Jerusalem dann von den Römern zerstört wurde. Doch die Christen, die davon wussten, weil Jesus hatte sie ja eigentlich in der Endzeitrede davor gewarnt, die konnten sich noch in Sicherheit bringen.
Hatte Gott gerade 70 nach Christus die Stadt selbst angezündet? Hatte Engel geschickt, damit die Stadt vernichtet wird? Nein. Das Gott hat ihn immer wieder verschmäht. Und was ist dann gewesen? Er zog sich mit seiner Gegenwart zurück. Letztendlich kamen die Römer, belagerten die Stadt und vernichteten sie. Wie geht es mit dem Gleichnis weiter? Wir lesen Vers 8. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Naja, eigentlich nach dem Studium, das wir jetzt hatten, ist dieser Vers fast schon selbsterklärend. Trotzdem möchten wir folgende Fragen mal betrachten. Ist Gott in seiner Entscheidung willkürlich oder vielleicht sogar unfair? Ist bereits vorherbestimmt, ob Menschen würdig sind, gerettet zu werden? Oft spricht die Bibel ja von Auserwählten. Dazu möchten wir wieder einen Text betrachten, und zwar in Apostelgeschichte 13, Vers 46. Und dort steht, da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch selbst stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Ja, zu wem sprechen hier Paulus und Barnabas? Zum jüdischen Volk. Und was sagten sie zu ihnen? Da ihr es aber von euch stoßt, also das Wort Gottes, das Evangelium, und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, würden sie ab diesem Zeitpunkt jetzt zu den Heiden gehen und ihnen das Evangelium primär verkündigen. Was heißt das also letztendlich für uns? Bestimmt Gott, wer letztendlich würdig ist, gerettet zu werden oder nicht? Ich denke ja und nein. Gott kennt ja nicht unser Herz, aber der Mensch entscheidet sich letztendlich selbst dafür, ob er das Evangelium annehmen möchte und ob er das ewige Leben, was Gott ihm schenken will, auch annehmen möchte. Lesen wir die nächsten Verse, die Verse 9 und 10. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Jeder, egal ob gut oder böse, sollte eingeladen werden. Und was heißt das eigentlich für uns heute? Jeder, egal wie er ist, kann zu Christus kommen. Genauso wie in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Er hatte sich von seinem Vater entfernt, war ganz weit weg von ihm. Und als er diesen Zustand erkannt hatte, wie erbärmlich er war, dachte er sich, wie gut hatte ich es doch bei meinem Vater. Er hat den Entschluss gefasst, zum Vater wieder zurückzugehen. Und was war dann? Als der Vater ihn von der Entfernung gesehen hatte, lief er ihm entgegen, küsste ihn, umarmte ihn und nahm ihn in seine Arme. Nun, musste der Sohn sich davor waschen und hat der Vater jetzt gesagt, jetzt mach dich erstmal sauber, dann umarme ich dich schon? Nein, genauso wie der Sohn war, genauso hat ihn der Vater erstmal angenommen und ihn wieder bei sich zu Hause aufgenommen. Wer nicht glaubt, wird verdammt. Aber wer glaubt, der wird gerettet werden. Was heißt das denn aber eigentlich, von Gott verdammt zu werden? Es bedeutet, im Gericht Gottes schuldig gesprochen zu werden. Aber auch hier besteht wieder die gleiche Chance für jeden. Gott will niemanden verdammen. Und dazu lesen wir auch in Hesekiel 18, Vers 23. Und dort steht, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Aber um zu leben, muss jeder, muss du und muss ich. Wir müssen der Einladung Christi nachkommen. Er lädt uns zu der Hochzeit ein. Aber nur wenn wir Ja sagen, sind wir bei dieser Hochzeit, bei diesem freudigen Ereignis auch dabei. Aber dazu müssen wir auch in unserem alten Leben umkehren. Wir müssen auch in unserem Leben Jesu folgen. Aber der Text von Matthäus sagt uns doch, was wir gerade gelesen haben, dass auch die Bösen eingeladen wurden, oder? Deswegen lasst uns jetzt zum wichtigsten Teil, wie ich finde, in dem Gleichnis kommen, und zwar zum Punkt 3, die Untersuchung. Und ich finde, hier kommen wir jetzt langsam zum Höhepunkt dieses Gleichnisses zu. Wir lesen in Matthäus 22, 11 bis 14. Als aber der König hinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihnen die Hände und die Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis.
Da wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ja, was erzählt uns Jesus jetzt in diesem Teil des Gleichnisses? Wir haben gesehen, wie viele davor diese Einladung, und es war das jüdische Volk, was primär gemeint war, diese Einladung ausgeschlagen haben. Sie wollten nicht kommen und sie haben verschiedene Reaktionen auf die Einladung auch gezeigt. Jetzt werden andere eingeladen, böse und gute. Und jetzt ist auf einmal der Hochzeitssaal voll. Ganz viele Menschen sind dabei und wollen dabei sein. Doch offenbar ist da einer, der nicht so ganz wie die anderen ist. Er zeichnet sich durch ein anderes Gewand aus. Er hat nicht dieses hochzeitliche Gewand an, was der König bemerkt. Und er fragt ihn: Freund, wie bist du hier reingekommen? Aber er kann ihm auf diese Frage keine Antwort geben. Vielleicht schauen wir uns erstmal allgemein an, was eigentlich die Bedeutung der Kleidung für uns so heute im Alltag ist. Ja, das kann uns vielleicht helfen, um auch im Gleichnis das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Warum ziehen wir uns denn eigentlich Kleidung an? Naja, einerseits vielleicht auch zum Schutz. Gerade im Sommer, wenn die Sonne auf uns niederprallt, dann ist es vielleicht gut, lange Bekleidung anzuhaben, dass wir nicht schnell einen Sonnenbrand bekommen. Oder vielleicht auch vor anderen äußeren Einflüssen. Wenn es jetzt draußen stark regnet, dann werden wir uns lieber unsere Regenjacke anziehen, dass wir nicht durchnässt werden. Aber ich denke auch wegen des Charme des Menschen. Also ich denke, bei den einen mehr oder weniger, wir werden nicht gern alles preisgeben von uns. Deswegen ziehen wir uns auch Kleidung an, weil ja der Mensch auch ein natürliches Schamgefühl hat. Dazu, und das merken wir jetzt besonders natürlich in der Winterzeit, ziehen wir auch natürlich Kleidung an, damit sie uns warm hält. Weil wenn wir jetzt nur im T-Shirt rausgehen würden, ich glaube, dann würden wir sehr schnell erfrieren. Außerdem ist aber Kleidung auch ein Teil unserer Identität. Ihr kennt ja bestimmt das Sprichwort, Kleider machen Leute. Es zeigt aus, ja, wohin wir hingehören, wer wir sind. Und es zeigt uns auch oftmals den Status an. Ja, wir sehen es ja, ein Richter, ein Polizisten, ein Feuerwehrmann, ein Arzt, den werden wir immer an seiner Kleidung auch erkennen können. Und es ist auch sehr gut für uns in Notsituationen. Also wenn wir in Not geraten, dann wissen wir auch gleich, an wen wir uns zu wenden sollten. Kleidung zeigt uns also oftmals aus, wo wir hingehören. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt noch bei mir. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen vorangeschrittenes Gleichnis, aber ich finde, wir sind jetzt hier am wichtigsten Punkt in dem Gleichnis angekommen. Das ist der Höhepunkt dieser Geschichte. Die Spannung ist hier am größten. Aber was hat es für uns zu bedeuten? Nur derjenige bei diesem Hochzeitsmahl, der ein hochzeitliches Gewand anhatte, konnte letztendlich auch bei dieser Hochzeitszeremonie auch dabei bleiben. Und nochmal, wir wissen ja eigentlich, dass es um Jesu Wiederkunft geht und gerade um das Fest, was danach stattfinden wird. Jesus begegnet seiner Gemeinde, den Erlösten, und möchte sie zu sich holen. Jesus zeigt uns hier also auf, was das elementare Merkmal ist, wodurch die Menschen an der Hochzeit auch teilnehmen können. Vorhin hatten wir gesehen, dass viele diese Einladung verschmäht haben. Sie wollten eigentlich gar nicht kommen. Gott zwingt niemanden dazu, bei diesem Freudenfest dabei zu sein. Doch wenn jemand zu diesem Freudenfest kommen wollte, dann hatte der Gast eine einzige Bedingung zu erfüllen. Jeder Gast brauchte dieses hochzeitliche Gewand. Heißt das jetzt eigentlich, dass diese Gäste schnell noch in den Laden gehen mussten oder schnell noch selber sich ein Kleid schneidern sollten, damit sie dabei sein konnten? Ich denke nicht. Ich denke, sie hatten keine Zeit dazu. Müssen wir uns also sinnbildlich selber ein hochzeitliches Gewand machen, dass wir dabei sein können bei der Wiederkunft? Dazu lesen wir einen Text in Epheser 2, 8 bis 9. Und da lesen wir: Denn aus Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, Paulus gibt uns ja nicht eine ganz eindeutige Antwort auf diese Frage. Niemand kann aus seinen eigenen Werken gerettet werden. Es ist Gottes Gabe, es ist seine Gnade, die uns errettet. Der Glaube an ihn errettet uns. Aber es ist ein Geschenk von Gott. Doch was ist jetzt eigentlich dieses hochzeitliche Gewand? Und dazu lese ich einen anderen Text. Und zwar in Jesaja 61, Vers 10. Und dort steht: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ja, da haben wir wieder Braut und Bräutigam, wieder in einem anderen Text. Jesaja spricht hier eigentlich im Namen der Erlösten.
Und wer hat aber jetzt wem die Kleider, den Mantel der Gerechtigkeit oder die Kleider des Heils angezogen? Jesaja spricht hier, Gott hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Gott gibt also dieses Gewand den Geretteten, den Mantel oder das Hochzeitsgewand der Gerechtigkeit. Das hochzeitliche Gewand symbolisiert also den Jesus-ähnlichen Charakter der Gläubigen, ihr reines Herz. Und wir hatten ja in Offenbarung 19 schon gesehen, am Anfang des Vortrags, wo die Hochzeit des Lammes beschrieben wurde, und dort haben auch die Heiligen dieses feine Leinwand bekommen, mit dem sie sich bekleiden konnten. Das hochzeitliche Gewand symbolisiert also die Gerechtigkeit Jesu Christi. Und das hat eine zweifache Bedeutung. Und zwar einerseits zugerechnete Gerechtigkeit, also die Rechtfertigung, aber eben auch die verliehene Gerechtigkeit, die Heiligung. Das heißt also, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, wenn er Jesu Tod für sich in Anspruch nimmt, dann ist er gerettet. Ja, dann gehört er erstmal zu Jesus Christus durch die Rechtfertigung von Jesu Tod. Aber in einem Leben mit Jesus bekommen wir mehr und mehr Jesu Gerechtigkeit verliehen. Das heißt wiederum, wir werden Jesus immer ähnlicher werden. Was bedeutet also die Prüfung dann bei diesem Hochzeitsmahl vom König? Es bedeutet letztendlich Gericht. Gott prüft vor der Wiederkunft, ob die Gerechtigkeit von Jesu diesem Menschen verliehen wurde oder nicht. Also letztendlich, ob der Mensch diese Gerechtigkeit von Jesus für sich selbst in Anspruch genommen hat. Nun, wie wir gesehen haben, die Gäste des Hochzeitsmahls, die konnten sich eigentlich gar nicht lange vorbereiten. Sie wurden ja von den Kreuzungen, von den Straßen hergeholt, damit sie dabei sein konnten. Sie hatten keine Zeit mehr für eine Vorbereitung. Und der König war es, der ihnen diese Kleider bereitgestellt hat. Und jetzt verpasst diesen Punkt nicht und versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auf Jesu Wiederkunft vorbereiten sollen. Natürlich sollen wir das tun. Ja, wir wollen Zeit mit ihm verbringen, wir wollen ihn besser kennenlernen. Aber ich denke, dieser wesentliche Punkt in diesem Gleichnis ist, dass wir diese Gerechtigkeit uns nicht selber bereiten können. Wir können aus Werken, wie wir aus den Bibeltexten gesehen haben, nicht selber gerettet werden. Und das ist der Punkt. Gott ist es, der diese Gerechtigkeit uns verleiht. Beide Teile. Einerseits die Erlösung durch Jesu Blut und auch die Heiligung, dass Jesus uns immer mehr Stück für Stück verändert. Also es ist ein Geschenk, wie wir gesehen haben. Aber warum hat jetzt dieser eine Gast kein hochzeitliches Gewand? Er ist doch zur Hochzeit gekommen, oder? Wir schauen uns dazu mal ein Zitat an, das ich finde, das es sehr treffend auch beschreibt. Und da lesen wir im Buch Bilder vom Reiche Gottes auf der Seite 256, durch seinen vollkommenen Gehorsam zeigte er, dass es jedem Menschen möglich ist, nach Gottes Gesetz sein Leben zu gestalten. Wenn wir uns Christus ausliefern, schlägt unser Herz wie das Seine. Unser Wille geht in seinem Willen auf. Unsere Gedanken richten sich ganz auf ihn und er selbst lebt in uns. Dann sind wir wirklich mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet. Und wenn uns der Herr anschaut, sieht er nicht den Schurz aus Feigenblättern, nicht die hässliche Nacktheit der Sünde, sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit, nämlich vollkommenen Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Der König prüft seine Festgäste sehr genau. Eingang bei ihm finden sie nur, wenn sie seinen Vorschriften entsprechend festliche Kleidung tragen. Den Gästen beim Evangeliumsfest geht es nicht anders. Der große König sieht sich jeden Einzelnen an, nur jene werden angenommen, die das Gewand der Gerechtigkeit Christi angelegt haben. Gerechtigkeit heißt, das Richtige zu tun. Jeder wird also nach seiner Handlungsweise, die ja ein Spiegel seines Charakters ist, gerichtet werden. Unser Leben zeigt, ob unser Glaube echt ist. Es genügt nicht, davon überzeugt zu sein, dass Jesus kein Betrüger war und die Bibel keine raffiniert ausgedachte Geschichte ist. Selbst wenn wir glauben, dass allein Christus die Menschen retten kann, so bedeutet das noch keineswegs, dass wir ihn auch im Glauben zu unserem persönlichen Heiland gemacht haben. Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, sich zu Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste eingetragen zu sein. Christus war vollkommen gehorsam. Und er will uns aber auch seinen Charakter schenken. Wie geschieht das?
Die Autorin schreibt, wenn wir uns Christus ausliefern, schlägt unser Herz wie das Seine, unser Wille geht in seinem Willen auf, unsere Gedanken richten sich ganz auf ihn und er selbst lebt in uns. Es genügt nicht, die Wahrheit oder den Weg der Gerechtigkeit einfach nur zu kennen. Nein, wir müssen diese Wahrheit und diese Gerechtigkeit auch in unserem Leben ausleben. Christi Gerechtigkeit sollte sich in unserem Charakter mehr und mehr widerspiegeln. Aber das Beste daran, und diesen Punkt dürfen wir auch nicht verpassen, keiner von uns kann sich das verdienen. Jede eigene ausgerichtete Gerechtigkeit wird immer fehlerhaft sein. Genauso wie es mit den Feigenblättern war bei Adam und Eva. Das hat nicht vor Gott gereicht. Das Beste ist, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns nach seiner Verheißung das Wollen und das Vollbringen, dass wir ihm treu sein können. Was bedeutet dieses geistliche oder dieses Gewand, dieses hochzeitliche Gewand also für uns? Und was bedeutet es, dass der eine es abgelehnt hat? Es kann eigentlich nur bedeuten, dass er es willentlich abgelehnt hat. Er wollte dieses Gewand nicht haben. Denn als ihm der König die Frage gestellt hatte, Freund, wo ist dein hochzeitliches Gewand? Konnte er nichts darauf antworten. Dieser Gast kam mit seiner eigenen Kleidung zum hochzeitlichen Fest. Er steht für die vielen Zeitgenossen, für die Christen, die sich zwar zu Christus bekennen, aber die das Leben Christi selber nicht leben. Und dazu finde ich ein sehr dramatischer Text in 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Naja, diese Beschreibung, wenn wir uns dieses so angucken, dann können wir das eigentlich bemerken, wie das in unserer Welt heute immer mehr zunimmt, diese Lieblosigkeit, dieser Egoismus. Aber ich finde entscheidend an diesen Bibelversen ist der 5. Vers. Es scheint hier nicht scheinbar um irgendwelche ungläubigen Menschen zu gehen, nein. Und wie gegensätzlich ist diese Beschreibung von diesen scheinbaren Christen zu dem Leben von Jesus Christus? Oft schallt es heute aus aller Munde der Christenheit. Du brauchst nur Christus. Du kannst so bleiben, wie du willst. Christus hat ja das Gesetz ans Kreuz genagelt. Aber ist das Gesetz Gottes wirklich abgeschafft? Wenn das Gesetz Christi oder das Gesetz aus der Bibel veränderlich wäre, hätte Jesus dann nicht einfach, als er gekommen ist, sagen können, ich mache das Gesetz anders und es ist schon okay so. Nein, er sagte, er würde nichts verändern, nicht mal ein Strichlein des Gesetzes. Aber wieso musste er dann sterben? In der Bergpredigt sagt uns Jesus dann in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Er hätte das Gesetz einfach nicht ändern können. Warum ging das nicht? Gottes Gesetz ist unveränderlich. Und warum? Weil das Gesetz Gottes widerspiegelt seinen eigenen Charakter. Und Gott, wie wir aus der Bibel wissen, ist auch unveränderlich. Er bleibt immer der Gleiche. Und diesen Mantel der Gerechtigkeit, dass wir ihm treu sind, das möchte Gott auch uns verleihen als Geschenk. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ja? Hast du vielleicht Bereiche noch in deinem Leben, in denen du noch kämpfst? Hast du vielleicht, ich weiß nicht, Probleme mit Mäßigkeit oder mit Neid, mit dem Verurteilen, mit Heuchelei oder mit anderen Sünden? Für welche Charakterschwächen bringen wir vielleicht manchmal noch Entschuldigungen vor und sagen, ach, das ist ja nicht so schlimm, das machen die anderen ja genauso. Na, ich hoffe jedenfalls, dass wir noch kämpfen. Ich hoffe, dass wir mit Paulus aussprechen, ich will den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Doch selbst wenn wir dagegen ankämpfen, scheinen wir manchmal immer wieder zu fallen, oder? Kennst du diese Situation? Du denkst dir, diesmal schaffe ich es. Ich werde diese oder jene Neigung werde ich jetzt überwinden. Und doch geschieht es uns doch immer wieder, dass wir wieder fallen, oder? Immer wieder machen wir diese Erfahrung,
und sind dann entmutigt. Deswegen, oder wir merken, wir kämpfen dagegen an und scheinen immer wieder zu fallen. Kennst du die Situation? Deswegen eine Geschichte zum Abschluss, wo es um ein Baby geht. Stell dir vor, einen Moment lang, du bist ein Baby, aber du hast nicht den Verstand eines Babys, du hast deinen ganz normalen Verstand, wie du ihn jetzt hast, also den Verstand eines Erwachsenen. Und jetzt passiert dir auf einmal ein Malheur. Du hast dir in die Windeln gemacht. Jetzt bist du ganz beschämt und denkst dir, ich habe deine große Katastrophe in meiner Windel angestellt. Was passiert jetzt? Als nächstes kommt deine Mutter zu dir und säubert dich liebevoll und sagt dir, das wird nicht immer so sein. Es wird sich einmal verändern. Wenn du heranwachsen wirst, dann wird dieses Malheur dir nicht mehr geschehen. Und als du da jetzt so da sitzt auf dem Wickeltisch und du denkst über diese Begebenheit nach, dann denkst du, das kann ich einfach nicht glauben. Ich habe es doch schon wochenlang versucht und ich habe es immer wieder nicht geschafft. Ich habe keinen Fortschritt erzielt. Nichts ist passiert. Wenn du jetzt diese Schlussfolgerung ziehst auf Basis deiner eigenen Erfahrung, dann würdest du sagen, windelfrei zu sein, ist für dich ein unmöglicher Traum. Aber ich rede jetzt über die tägliche Erfahrung mit der Sünde von uns persönlich. Kann es nicht geistlich gesehen manchmal sein, dass wir gestern in unsere Windel gemacht haben und jetzt kommt jemand zu uns und in dem Fall ist es Gott, der sagt, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, es wird nicht immer so sein. Dann denken wir oftmals an unsere eigene Erfahrung zurück und denken, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich habe es so oft versucht und ich bin immer wieder gescheitert. Es gibt keine Beweise dafür, dass ich das überwinden kann. Deshalb neigen wir dazu, der Verheißung Gottes, seinem Versprechen nicht zu glauben. Es ist aber wahr, auch wenn unsere Erfahrung anders aussieht. Warum? Welche Erfahrung ist denn höher einzuschätzen? Ist die Erfahrung des Babys höher oder ist die Erfahrung der Mutter höher? Ist unsere persönliche Erfahrung höher einzuschätzen oder ist die Erfahrung von Gott, dem Vater, höher einzuschätzen? Gottes schöpferische Macht verspricht uns, dass er uns sagt, ich verspreche dir, ich werde das Werk in dir vollbringen. Ich schenke dir meine Gerechtigkeit. Ich werde den Charakter Jesu in dir vervollkommnen. Und dazu vielleicht noch ein kleines Zitat aus Schritte zu Jesus. Manche haben die vergebene Liebe Gottes erkannt und sehnen sich aufrichtig danach, Kinder Gottes zu sein, aber sie erkennen die Unvollkommenheit ihres Charakters, ihr fehlerhaftes Leben und zweifeln dann, ob ihr Herz wirklich durch den Heiligen Geist erneuert wurde. Ihnen möchte ich sagen, verzweifelt nicht. Wir werden uns häufig wegen unserer Mängel und Fehler vor Jesu Füßen weinend niederbeugen. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Selbst wenn uns der Feind überwältigt hat, werden wir von Gott nicht verworfen, vergessen oder zurückgewiesen. Nein, Christus steht zu Rechten Gottes und legt Fürbitte für uns ein. Gott möchte in dir sein Bild wiederherstellen. Er will seine eigene Reinheit und Heiligkeit wiedergespiegelt sehen. Wenn du das auch willst, liefere dich ihm aus, denn er wird das gute Werk, das er in dir begonnen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag Christi. Bete inniger und vertraue mehr. Lasst uns unserer eigenen Kraft misstrauen und umso fester der Macht unseres Erlösers vertrauen, sodass wir ihn als den Preisen, der das Heil unseres Angesichts ist. Sehnst du dich danach, ein Kind Gottes zu sein? Bist du vielleicht manchmal entmutigt und bemerkst immer mehr deine Unvollkommenheit? Der Text sagt so schön, lass dich nicht entmutigen. Jesus hat dich nicht verworfen, er hat dich nicht vergessen. Vertraue deinem Erlöser. Er möchte sein Bild in dir wiederherstellen. Lass uns deswegen die Predigt nochmal ein bisschen zusammenfassen, die wichtigsten Punkte einfach hier zusammentragen. Jesus lädt uns zur größten Hochzeit dieser Weltgeschichte ein. Wir haben gesehen, es gibt zwei Hauptgruppen von Menschen. Die einen, die schlagen die Einladung aus und die anderen, die nehmen die Einladung an.
Bei denen, die Einladung abgelehnt haben, haben wir gesehen, dass es wieder verschiedene Gruppen gibt. Die einen waren gleichgültig, die anderen waren sogar vielleicht zornig und die dritten, die glänzten durch viele Ausreden, dass sie nicht kommen wollten. Wir hatten uns die Frage gestellt, ob auch wir manchmal vielleicht im Alltag gleichgültig sind und diese Zeit für Gott nicht haben. Wie schnell können uns andere Dinge in unserem Leben vielleicht wichtiger werden? Reden wir uns im Alltag auch manchmal aus und sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe anderes zu tun, jetzt nicht. Da gab es aber auch zwei Gruppen, die gesagt haben, ja, wir kommen zu der Hochzeit, wir wollen dabei sein. Was war da der zentrale Unterschied? Die einen hatten das hochzeitliche Gewand, die anderen aber nicht. Letztendlich haben wir uns die Frage gestellt, haben wir das Geschenk der Gerechtigkeit für uns persönlich angenommen? Ist es unser Wunsch, Christi Charakter in uns, in unserem Leben, dass es immer mehr offenbar wird? Was nehmen wir jetzt also von diesem Gleichnis für uns mit, was Jesus uns erzählt hat? Jesus kommt wieder. Er richtet ein unvorstellbar schönes Fest aus. Es wird die größte Hochzeit aller Zeiten sein. Der Bräutigam, das Lamm, das geschlachtet wurde, der Schöpfer und Erlöser, wird seine Braut, die Gemeinde, die Erlösten, den Erkauften, er wird ihnen begegnen. Gott hat dieses Fest vorbereitet. Er hat bereits alle Voraussetzungen erfüllt, denn sein Sohn ist bereits gekommen. Er hat für alles bezahlt. Er schenkt dir und mir die Gerechtigkeit. Er schenkt dir seinen Charakter, wenn du zu ihm Ja sagst. Aus ganzem Herzen ruft er aus, komm, sei dabei. Und meine Frage an dich lautet heute, willst du bei diesem wunderbaren großen Festtag auch dabei sein? Was hindert dich daran? Hält dich vielleicht noch irgendetwas in der Welt fest? Gibt es irgendwelche Ausreden vielleicht noch in deinem Leben, die du hast? Wo hast du vielleicht noch dunkle Ecken in deinem Leben, die kein Mensch vielleicht kennt? Oder vielleicht gehörst du zu den Menschen, wie von dem, ja, die Menschen, die sich abstrampeln, die sich abmühen, die merken, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug. Ständig bist du vielleicht resigniert und denkst dir, ich kann nicht überwinden, ich schaffe es einfach nicht. Aber Jesus lädt auch dich persönlich ein, dass du diese Gerechtigkeit dir übertragen lässt. Er möchte seinen Charakter in dir offenbaren. Er hat schöpferische Macht. Und genauso wie er aus dem Nichts alles erschaffen hat, so ist es ihm ganz sicher möglich, dass er auch diese schöpferische Macht bei dir anwendet. Und das zu deinem Heil und auch zum Heil für deine Umgebung. Der Erlöser lädt dich jetzt bereits ein, dass du täglich mit ihm Zeit verbringst, in seinem Wort, dass du ihm begegnest im Gebet und dass du durch Anschauen verwandelt wirst, immer mehr in ähnliche wirst, in einem lebenslangen Prozess. Die Frage ist, willst du das auch? Jesus kommt bald. Bist du bereit? Amen. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Einladung, die du an uns ausgesprochen hast. Danke, dass du uns einlädst, beim größten Ereignis dieser Weltgeschichte dabei zu sein. Herr, du hast alles schon bereits vorbereitet. Du hast deinen Sohn gesandt auf diese Welt, dass wir durch ihn mit dir versöhnt werden können. Danke, Herr Jesus, dass du uns diese Gerechtigkeit, die du selber auch gelebt hast, dein Gehorsam, dass du uns das auch verleihen möchtest. Herr, du weißt, wir sind oft vielleicht entmutigt. Ja, wir strampeln uns in unserem Leben ab und wir fallen immer wieder. Aber hilf, dass wir nicht unsere eigenen Erfahrungen vertrauen, sondern hilf, dass wir auf deine Verheißungen vertrauen. Denn du sagst, du willst es wollen und vollbringen, nach deinem Wohlgefallen schenken. Du willst uns helfen, dass wir dir immer ähnlicher werden. Deswegen hilf, dass wir auf dich gerichtet sind, dass wir auf dich schauen und dadurch immer mehr verändert werden. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Im Namen Jesu. Amen.